Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Stile Livestream. Ich bin gerade in der Frenseki, um genau zu sein, zwischen dem Edinburgh King's Palace und dem Similia Beach Hotel. Und wir gehen von hier aus mal in Richtung Flussmündung. Und wir schauen uns mal an, was sich alles getan hat und wie es zurzeit ausschaut. Jetzt in der ersten Aprilwoche. Wir sind ja immer noch hier in den Ferien. Es sind immer noch sehr viele Kinder mit den Familien da. Und mal schauen, wie es hier zum Sonnenuntergang ausschaut und was einen erwartet, wenn man jetzt die nächsten Tage herkommen sollte. Ich kann einmal die Kamera drehen. Dann wissen schon auch sicherlich viele, wo wir hier sind. Hier ist gleich das Edinburgh King's Palace. Direkt hinter mir. Und auf der anderen Seite ist das Similia Beach Hotel. Das Hotel hatten wir euch im März vorgestellt gehabt und das werden wir nochmal jetzt für Sonnenmal zeigen. Und der Weg führt in die Ortsmitte. Und da sieht man den Pool vom Edinburgh King's Palace und dann sieht man die Sonne, die sich ja jetzt auch dem Untergang nähert. Und wir gehen von hier aus direkt auf die Promenade zu. Die Promenade kennen wir schon mittlerweile sehr gut von der Vrensecki. Ich habe euch da schon sehr viel gezeigt, eigentlich schon die gesamte Promenade. Und hier ist viel Verkehr, weil hier auch die oder einige Shuttlebusse von den Hotels die Leute zum Strand fahren, wie zum Beispiel das Hahn Family Hotel. Die werden dann hier abgeholt und hier wieder zum Strand gefahren. Das ist hier der Blick in Richtung Kumkö. Aber wir gehen in die andere Richtung. Wir gehen in Richtung Cholakne, in Richtung Hafen. Und mal schauen, was sich jetzt alles getan hat. Auf dem ersten Blick sehe ich schon, dass die Promenade gepflegt wurde. Der ganze Rasen oder die Bäume, sieht alles viel gepflegt aus. Denn bald geht ja hier die Saison auch richtig los. Nicht mehr lange. Dann ist hier der Sommer da. Und hier sieht man eine Katze, die hier zum Katzenhaus kommt. Hier sieht man auch eine kleine schwarz-weiße Katze. Die scheint ja sehr verspielt zu sein. Das könnte ja ein Familienmitglied von meinem Kater Speedy zu Hause sein. Der wurde mir auch von hier gebracht. Der sieht genauso aus. Nur meiner hat mehr Schwarz am Kopf. Ich habe ja ganz viele Katzen. An alle, die die Seite neu abonniert haben und es noch nicht wissen: ich habe über 60 Katzen, alle von der Straße, denen ich weitergeholfen habe. Und ich habe noch eine Seite, die heißt Cats in Gold. Und da mache ich auch jeden Abend zu Hause ein Video mit meinen Katzen. Und wer auch gerne Katzenvideos schaut, kann auch die Seite Cats in Gold mal reinschauen und abonnieren bei Facebook, YouTube und Instagram. Und TikTok bin ich sehr aktiv. Und heute habe ich eine neue Babykatze bekommen. Die Babykatze ist gerade mal 10 Tage alt. Die füttere ich mit der Spritze alle 2, 2,5 Stunden. Und nach dem Video wird es dann wieder soweit sein, dass sie Futter bekommt. So, und dann sind wir gleich hier kurz vorm Hafen. Und es ist gerade eine sehr schöne Abendstimmung hier. Wir haben heute auch eine Höchsttemperatur von 24 Grad. Und das soll die nächste Zeit auch so bleiben, zwischen 21 und 25 Grad.
Dann sind wir hier bei der Schildkrötenbrücke angekommen. Und wenn ich immer mal die Tage herkomme, in der Früh, und schauen, ob man schon die Schildkröten hier sieht. Also Hunde und Katzen sieht man hier immer. Schau mal, hier liegt zum Beispiel ein Hund. Schaut mal, da sieht man einen Hund, der auf dem Sand ganz gechillt liegt. Und einen sieht man auf der Brücke. Schaut mal, hier sieht man einen Hund. Und das ist hier die berühmte Schildkrötenbrücke. Hier sieht man im Sommer immer Schildkröten. Aber zurzeit ist es, glaube ich, noch nicht so weit, dass man hier welche sieht. Aber wir können ja mal die Tage hierher schauen. Das ist der Hafen von der Frenseki. Ein Fischerhafen, sage ich. Und hier sieht man kaum Eierschalen, das heißt, die werden ja noch nicht gefüttert, das heißt, hier sind keine zu sehen. Das ist hier der Blick in Richtung Ortsmitte. Ja, und wie man sieht, hier sieht man keine Schildkröten. Und da sieht man auch einen großen Hund. Und in dem Bereich sind manchmal viele Katzen. Genau hier. Hier liegt auch ein großer Hund. Ganz friedlich, ganz lieb. Und dann gehen wir mal auf die Hafenmauer und von da aus kann man den Sonnenuntergang am schönsten sehen. Den bekommen wir auch sicherlich mit, wenn wir gleich da hochgehen. Man sieht, dass dort auch einige Menschen hingehen, die sich da den Sonnenuntergang mitnehmen wollen. Auf der Hafenmauer. Wir brauchen Tisch, den niemand sieht. Aber darf man können immer einen. Und schau mal, wie entspannt die hier liegen, die Hunde. Und die Leute gehen alle zum Sonnenuntergang, die da in die Richtung gehen. Also eine ganz herrliche Abendstimmung, wie gesagt. Hier in Evrenseki. Und die nächsten Tage, wer hier sein sollte oder herkommen sollte, wird immer so einen tollen Sonnenuntergang hier haben. Denn es ist kaum Regen angezeigt. Die nächste Zeit, laut Wetter-App. Ja, und da sieht man schon, wie gesagt, einige Menschen auf der Hafenmauer. Einen. Sein Name ist ein bisschen? Ja, sein Name. Hey, ich warte mit Shakim. So.
Bis dann. Hey. Und schaut mal, da sieht man jetzt den Sonnenuntergang. Und hier sieht man viele Menschen, die sich hier den schönen Sonnenuntergang mitnehmen. Und hier einmal der Blick in Richtung Side. Und da sieht man auch einige Menschen zum Sonnenuntergang fotografieren. Im Wasser sieht man niemanden mehr. Ich hab's wieder vergessen, was geht hier. Und überall sieht man Menschen, wie gesagt, die hier Fotos machen, Videos machen zum Sonnenuntergang. Und da sieht man die tolle Aussicht. Sonnenuntergang. Und von hier aus hat man einen ganz, ganz tollen Blick in Richtung Sonnenuntergang. Ja, und vergisst auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man jetzt die nächste Zeit hier nach Evrensaki kommen sollte. Wenn man hier auf die Hafenmauer kommen will und wunderschöne, unvergessliche Bilder haben will oder einfach mal einen schönen Sonnenuntergang erleben will. Hier in Evrensaki. Ich glaube, hier wurde ein bisschen Sand aufgefüllt, dass man hier jetzt ein bisschen besser gehen kann. Das sieht man auch. Dass man hier sogar mit einem Kinderwagen herkommen kann. Ja, Entschuldigung. Ich denke mal, irgendwann ist es soweit, dass man hier wie in Side noch das richtig pflastert. Und da sieht man jetzt den Sonnenuntergang, dass die Sonne fast hinter den Wolken ist. Also die Sonne ist nicht weg gleich, aber die Wolken sind gleich so weit, dass man da vielleicht nichts mehr erkennen kann. Und schau mal, man kann hier wirklich sehr gut gehen mittlerweile. Man muss hier nicht über die Felsen springen. Also der Weg ist ganz gemütlich geworden hier dorthin, zur Flussmündung. Und jetzt ist gleich die Sonne weg hinter den Wolken. Schaut mal. Geht ja schneller, als man denken kann, dass die Sonne weg ist.
Ja, und schaut mal, man kann hier wirklich unbehindert gehen, ohne dass man da irgendwie ausrutscht oder sowas. Ich finde das schon ganz schön gemacht. Und jetzt sind wir hier bei der Flussmündung angekommen. Und wie gesagt, hier kann man jetzt sehr gut gehen, ungestört. Und dann ist gleich die Sonne eigentlich weg, auch hinter den Bergen, auch wenn es da so stark bewölkt ist. Viel sieht man von der Sonne nicht mehr. Das ist hier der Blick in Richtung Gnode und Tollakle. Und da sieht man auch Menschen am Strand. Da sieht man das Camellia Celine Hotel, das Adalia Resort, das Adalia Ocean Deluxe, das Commodore Elite, das Seashell Hotel, das Sierra Resort Hotel, das Evren Beach, das Iden Bay Kings Palace, das Semilia Beach, das Royal Drang Hotel, was schon wieder aufgemacht hat, und da einmal das Royal Taj Mahal Hotel, das Trendy Verbena Beach. Und so geht es dann weiter bis nach Kum Koei. Und das war dann heute der Sonnenuntergang. Und die Sonne ist jetzt weg. Hier in Evren Seki. Und dann können wir wieder zurückgehen. Das Meer ist auch sehr ruhig. Und noch sieht man hier ein paar Angler. Es sind auch weniger geworden, weil viele ja wieder anfangen zu arbeiten. Das ist ja die Lieblingsbeschäftigung der türkischen Männer im Winter. Angeln gehen. Und wie gesagt, die Tage wird sich hier nicht viel ändern. Und wenn jemand herkommen sollte, man kann hier bis zur Hafenmündung ganz gemütlich gehen mittlerweile. Das haben wir auch in dem Video jetzt gesehen. Hier ist ein Loch. Da ist wahrscheinlich die Erde wieder runtergerutscht. Aber woanders sind keine Löcher mehr. Hier in Evren Seki am Hafen.
auch im Hafen, kann man dazu sagen. Wir sind zwar auf der Hafenmauer. Aber trotzdem im Hafenbereich. Mal der Blick in Richtung Side. Side ist ja von hier gute 6 Kilometer entfernt. Jetzt kommt das Abendrot dort hinten. Jetzt wird es allmählich dunkel. Und dann gehen wir jetzt wieder auf die Schildkrötenbrücke zu. Und man sieht auch überall Menschen. Es ist ja auch eigentlich vor Ort gerade sehr gut besucht. Es sind sehr viele Menschen da. Aber es wird, wie gesagt, noch viel voller ab Mitte April. Also nach unseren türkischen oder sagen wir islamischen Feiertagen. Wir haben ja am Mittwoch auch unser Zuckerfest. Den Bayram. Das ist nach dem Fastenmonat. Hallo. Hallo. Das ist nach dem Fastenmonat die Feiertage. Und dann wird es hier ein bisschen türkische Bürger geben zu den Feiertagen. Und wie gesagt, zu den Feiertagen. Und nachdem dann die Feiertage vorbei sind, geht dann hier die Saison richtig los. Und dann wird es auch wärmer. Und hier sieht man wieder die entspannten Hunde. Da sieht man hier eins, 2, 3, 4, 5 Hunde sieht man hier gerade. Sogar 6, da vorne ist noch einer. Sechs Hunde, die hier gerade strohmann auf der Promenade. Und am Hafen von der Frenseki oder hier ganz entspannt liegen.
Ja, und jetzt sieht es natürlich ein bisschen dunkel aus im Vergleich zu vorhin. Hier im Hafen. Und die Hotels haben jetzt auch Abendbrot. Ja, und das war jetzt hier auch Evrensecki zum Sonnenuntergang im Hafen, die Flussmündung, die Schildkrötenbrücke, ein Teil der Promenade vom Similia Beach, Edinburgh King's Palace, bis zum Sierra Resort Hotel. Haben wir jetzt gesehen, was sich alles getan hat. Jetzt in der ersten Aprilwoche und die nächsten 10 Tage wird sich hier nicht viel ändern. Das heißt, nicht vergessen, das Video zu teilen, um auch vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man herkommen sollte. Denn die Hotels hier haben auch alle auf. Und da wird überall schon den nächsten Tag vorbereitet an den Strandabschnitten. Und wenn man hier geradeaus weitergeht, kommt man bis nach Kumköy und man kommt direkt bis zur anderen Schildkrötenbrücke. Aber wir werden hier wieder hochgehen. Zwischen dem Edinburgh King's Palace links gesehen und rechts das Similia Beach Hotel. Die Hunde flitzen durch. Ich habe meine Katze gesehen. Jetzt läuft die Katze weg. Ja, die Hunde haben es nicht geschafft. Jetzt haben sie die da verscheucht. Die ist auf die Mauer rauf und die Hunde ziehen weiter. Ja, das ist nicht schön, leider. Die Hunde, wenn sie die Katzen angreifen. So, dann sind wir jetzt wieder ungefähr da, wo unsere Tour angefangen hat. Da vorne steht auch schon wieder mein Auto. Ich möchte mich dann von hier aus verabschieden. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen und fürs Kommentieren. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.